Erik Leuthäuser steht am liebsten allein auf der Bühne. Das ist untypisch für einen Jazzsänger, aber es passt zu diesem jungen Musiker, der die Konventionen der Szene ständig hinterfragt. Das macht mir total viel Spaß, alleine zu singen, weil man kann einen Klangraum entwickeln, der nur aus seiner eigenen Stimme besteht. Natürlich ist das Interagieren mit Musikern toll, aber steht man allein auf der Bühne, interagiert man auf einmal mit dem Publikum. Und das hat eine ganz andere Direktheit. Sein unkonventionelles Auftreten und die sehr persönlichen Texte zeichnen Leuthäuser und seine Musik aus. Aber sie provozieren auch negative Reaktionen. Es ist unfassbar verletzend, quasi zu hören, gerade innerhalb der Jazzwelt, die so viel von Freiheit spricht, gerade da so viel Negativität manchmal zu bekommen, darüber, dass ich eben die Sachen trage, die ich trage, darüber, dass ich schwul bin und das in meine Musik packe. Ich nehme das auf und versuche die ganze Negativität, die ich habe und die Wut einfach wieder in Musik zu packen. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein gesehen. Die meisten deutschen Jazzmusiker singen auch heute noch auf Englisch. Für Leuthäuser birgt die deutsche Sprache aber trotz ihrer Härte besondere Vorteile. Die deutsche Sprache hat die Schönheit, dass man viel ausdrücken kann, was man in anderen Sprachen nicht ausdrücken kann. Es gibt halt kein Wort in Englisch für Weltschmerz. Und das ist so ein schönes, so ein tolles Wort. Es klingt viel Weltschmerz aus dem neuen Album. Aber vor allem auch der Mut eines jungen Künstlers, der in einer sehr traditionsorientierten Szene für seine Individualität kämpft. Eine Reise tut, dann kann er viel verschweigen.